Leute, was geht ab? Wir sind gerade vor der Motorworld in München und das Schöne ist, dass heute nicht ihr eine Überraschung bekommt, sondern heute bekomme ich eine Überraschung, weil dieser Kerl hier, Tobi, hat zu mir gesagt, heute gibt's irgendwas Geiles. Ich weiß nicht, was die Definition von geil ist. Ja, richtig geil. Ja. Der Kerl hier, der hat eine lange, lange Wunschliste von Autos, die er noch nie gefahren ist. Du hast nie im Leben einen 18-2er hier. Du hast nie im Leben einen 18-2er. Der steht nämlich ganz oben. Ja, weiß ich, ist ja aber. Krank. Dann kriegst du Heiratsantrag hier heute noch. Würde ich ja sagen. Ich habe Hilfe bekommen von den Meile-Jungs, weil es gibt hier demnächst im Juli ein richtig geiles Festival. Dazu sagen wir später noch was und in der Beschreibung gibt es auch ein paar Infos. Und die haben heute uns das Auto hierher gebracht und das wird dich von den Socken hauen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen und du hast immer gesagt, ich will den. Ja, okay. Könnte jetzt jedes Auto sein. Wo ist er denn? Im Kohlebunker. Das ist, kann man ja vielleicht dazu sagen, dieser Kohlebunker ist Teil von diesem Festival und dort werden Autos ausgestellt. Also ihr könnt euch vorstellen, wie so eine Motorshow, hier werden ganz viele Aussteller sein. Ab wird auch mit dabei sein. Wir werden drei Autos haben. Ne? Signature Edition, einen, den ich noch nicht sagen darf und den One of One. Ja. Leo, aufpassen, hinter dir. Das hätte ich auch mal früher sagen können, Alter. Ich hab die ganze Zeit schon. Brabus mit dabei, Ferrari. Gibt's eine fette Liste, kann man alles abchecken, steht alles sauber drin. Könnt ihr euch auch jetzt schon Tickets dafür holen. Wir können uns auch treffen, wenn ihr am Start seid. Ich werde auch da sein. Aber jetzt kommt's. Also, hier steht da drin: der richtig krasse Fiat Punto. Soll ich reinschauen jetzt? Oder soll ich reinspitzeln? Nee, nicht reinspitzeln. Ich mach einfach die Tür auf und dann. Schaust du rein, okay? Okay. 3, 1, go. Halt's Maul. Halt's! Wow, Junge! Ford GT! Oh mein Gott. Der war auf der Liste, oder? Okay, der war wirklich sehr weit oben auf der Liste, ey. Maschine, der schaut doch wirklich genial aus. Das ist vor allem einfach ein Auto, was so unglaublich viel Historie hat. Ich habe so richtig den Fable habe ich bekommen durch Le Mans 66, den Film. Na, da hat man so diese, diese Historie nochmal ganz anders verstanden hinter dem Auto und hinter dem, was da dahinter steckt. Auch wenn es natürlich schon ein paar Jährchen her ist, aber tatsächlich ist auch das, was wir jetzt hier haben, die Heritage Edition. Das heißt, es ist nochmal teurer als normaler Ford GT, der glaube ich bei 550.000 so Basispreis losgeht. Der kostet noch mehr Aufpreis, nur weil er Heritage Edition ist. Und jetzt, so wie er da steht, kostet er 1,2 Millionen. Kann man gutes Geschäft machen. Hast du Krypto bezahlt? Ja, ja. Ganz viel Krypto. Ich persönlich, was ich bei diesem Auto unmenschlich finde, ist die Heckansicht. Hier, du musst mittig. So mein POV brauchen wir mit Leo. Wie krass schaut's aus? Heftig. Nein, du musst. Also, wenn ich frage, wie krass, dann gibt's krass, sehr krass, ultra krass. Heftig ist nicht. Also naja. Ey, die Linien allein, also das hier ist ein Heckflügel, der fährt auch noch raus, können wir euch gleich mal zeigen. Den kann man rausfahren, aber ich finde den viel schöner, viel, viel schöner, wenn der eingefahren ist, weil es einfach so geil abschließt, die ganzen Linien. Und ich meine, allein diese Designstrebe hier, holy shit. Und das Ding gehört der Motorworld Collection an, deswegen seht ihr das auch hier mit drauf. Oh mein Gott, wirklich, das ist schon echt. Sollen wir mal aufmachen? Heftig, ja Mann, lass mal aufmachen. Aber mal Fahrerseite, oder? Sollen wir beide aufmachen? Ja. Boah! Was ich crazy finde, komm auch mal her. Die Lüftung geht ist in die Tür integriert, die mit aufgeht. Das hier ist übrigens der Griff, also der Türgriff. Schau mal das an. Auch crazy. Also es hat alles so ein bisschen so Elemente, finde ich, die so unfassbar eigen sind. Das macht so Bock, dieses Auto anzuschauen. Hier haben wir einmal das Lenkrad. Ist nicht so super fancy, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Es hat eine spezielle Form. Hier haben wir Schaltlampen noch mit drin. Hier ein paar Rädchen, da kann man, schätze ich mal, noch ein bisschen was einstellen. Schaltwippen, auch die Sitze, die wirken auf den ersten Blick schauen angenehm aus auf jeden Fall. Ich glaube, die sind auch relativ bequem. Was ist denn das da hinten? Das schaut relativ analog aus, diese Gebläse.
Einstellungen, die Klimaanlage. Was meinst du, die Rädchen? Ne? Ja, die schaut doch etwas spartanisch aus, also nicht so digital, so mäßig, wie es jetzt aktuell so überall drin ist. Oder? Nö, der hat nicht viel Schnickschnack, glaube ich. Also einfach relativ aufgeräumt, relativ wenig Knöpfe, aber das ist ja auch, ey, ganz ehrlich, ein Auto. Ja. Du gehst damit auf die Rennstrecke und so, da brauchst du nicht Touchscreen oder so. Weißt du, man, das muss relativ easy sein. Macht voll Sinn, finde ich. Echt ein richtig geiles Ding. Dürfen wir den fahren? Ja, dürfen wir fahren. Jetzt haben wir nur ein Problem, ich glaube. Es regnet ein bisschen. Ja, das Wetter ist... Aber du bist ein guter Regenfall und wir haben ja auch Michelin Pilot Sport Car 2 drauf. Perfekt. Semi-Slicks, immer gut. Immer gut, wenn es regnet und das Auto 1,2 Millionen kostet. Okay, dann steige ich mal ein. Ne? Ja, darfst du losfahren. Ne? Tschüss. Tschüss. Darfst du mitfahren, Leo? Echt, oder was? Ja. Ich mag die Kamera nicht halten, das kannst du besser. Die ruhige Hand hast du. Sehr nice. So, und eine Sache, die ich im Internet schon gesehen habe, was dieses Auto kann, ist der Track Mode, also für die Rennstrecke eigentlich gedacht. Wenn man das macht, dann passieren zwei Dinge. Die Vorderachse, die macht richtig so pum, die fällt einfach nach unten ab und der Heckflügel schießt raus. Ich würde sagen, Leo, jetzt ist Zeit für die Straße, deswegen jetzt. Ich fahr mal raus. Dann steige ich ein. Nicht ohne mich losfahren. Vielleicht. Oh mein Gott, das war Halbgas und ich habe Wheelspin. Und ich werde direkt wieder so anfangen, hinten auf der Hinterachse so ein bisschen auszubrechen. Puh. Heute ist richtig Adrenalin mit dem Video, das sage ich euch. Weil das hier ist keine Spazierfahrt, das ist kein Wetter, um ein 1,2 Millionen Euro Auto eigentlich artgerecht zu bewegen. So, erstes Gefühl, erster Eindruck hier drin. Ist schon was sehr Eigenes, sehr speziell. Ich finde es geil, wie man eigentlich das Gefühl hat, also dadurch, dass das Dach so eine Art Kuppel ist, fühlt es sich ein bisschen an wie so ein Le Mans Prototyp Auto, wie so ein LMP1, ne? Also zumindest der obere Teil. Das Lenkrad ist im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig, einfach aufgrund der Form. Glaube ich, muss man sich ein bisschen ranfühlen. Was natürlich ultra geil ist, sind die Knöpfe, weil das halt schon echt hard racing mäßig ist. Ne? Also, hier die ganzen Einstellungen, die Knöpfe. Ich sehe auch gerade, ich bin im Sportmodus. Vielleicht sollte ich ihn vielleicht auch einfach mal in den Wet-Modus reinstellen. Besser ist das. Besser ist es. Und ich glaube, du merkst sofort, dass die Gasannahme nicht so giftig ist. Also. Jetzt durch den Modus? Ja. Also, ich denke mal, durch diesen Sportmodus, ne, dann Turbos kicken, let's go. Soundkulisse überragend. Boah, geil, oder? Wir sind noch nicht mal richtig schnell gefahren. Also nochmal zum Lenkrad. Das gefällt mir wirklich gut, wenn man einfach so gut wie alles am Lenkrad hat. Ne? Also Scheibenwischer ist ein Rädchen, der Modus ist so ein Rädchen, die Blinker, du hast hier noch, was ist das hier? Tempomat, genau. Brauche ich gar nicht nach unten zu schauen, weil ich Angst habe. Aber da musst du ja theoretisch nie die Hände vom Lenkrad lassen. Ich glaube, es ist auch besser bei der Das ist heute auf jeden Fall, glaube ich, genau das Richtige für uns. Was auch geil kommt, sind die Außenspiegel. Man hat so ein bisschen LaFerrari-Gefühl. Alter, der hat sogar eine Rückverkammer. Ja, habe ich jetzt auch gesehen, gerade am Ende. Ja, das habe ich gar nicht gecheckt, wie man die Tür aufmacht. Ja, schaut, kannst du es immer noch nicht. Aber ich schwöre, es ist komisch, oder? Warte. Geht es bei dir beim ersten Mal? Bequem, oder? Das ist gar nicht so unbequem, ehrlich gesagt. Ja? Ja, geht voll. Aber geht ganz schön, geht gut, die Kiste, oder? Ja, es ist ein geiles Feeling auf jeden Fall. Wie ist der Sound innen drin? Mega geil. Mega geil. Mega geil! Das ist nicht mal das Motorgeräusch, das Beste, sondern... Wie ist zum Fahren mit den Reifen? Mega, hab leicht Wheelspin gehabt bei 140, aber ja, sonst war es eigentlich, bis auf den einen Ding war es eigentlich ganz geil, ja. Sehr entspannt. Ja. Da kam kurz leichte Freude, innerliche Freude auf. Hallo. Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let the fire burn inside our hearts. Let us soak it. You like it? Ah, sure, sure. Yeah. Sure, sure.
Bist du ein guter Beifahrer eigentlich? Bin ich ein guter Beifahrer, Dani? Solange ich nicht selber den Porsche fahre, ist okay. Einfach mal ganz geschmeidig durchdrücken. Leute, ich sitze im Ford GT. Das ist wirklich geisteskrank. Das war... Kurz mal durchschütteln. Ja, was sagst du so vom Fahreindruck? Wie ist es so? Also was ich geil finde, ist die Soundkulisse. Übertrieben. Oder? Übertrieben. Es macht so von allem ein bisschen Luft, Turbo, Motor, auch Wassergeräusche jetzt, ne? Dadurch, dass es sehr nass ist irgendwie. Muss mal eine Sache beobachten, Leo. Und zwar schau mal und film mal durch die Heckscheibe hier durch. Ne? Schau selber hin, du musst es auch sehen. Ich will nicht deine Reaktion haben. Okay. Du siehst, das ist ein Heckspoiler, ne? Ja. Der ist ja ausgefahren jetzt. Ja. Ne? So, und jetzt pass mal auf. Krank. Das ist schon heftig, ja. Zack, macht er so. Hilft dir beim Bremsen quasi. Wie ist es so, wenn du den jetzt vergleichen müsstest mit dem GT2RS, Fahrgefühl und sowas, so wie man hier drin sitzt, schon sehr ähnlich oder? Er ist weicher. Ja? Ja, er ist weicher. Er ist angenehmer zu fahren. Also ich finde gerade so über die Autobahn ist der total smooth. Ich finde, der wirkt so ein bisschen more settled. Ne? So, es wirkt auch, also vom Gefühl her glaube ich, dass das ein einfaches Auto ist für die Rennstrecke. Echt? Ja. Ja. Also einfach zu fahren? Einfach zu fahren. Angenehm für jemanden auf der Rennstrecke zu fahren. Kein Auto, das so bissig ist und dir nichts verzeiht. Also könnte ich jetzt theoretisch auch direkt auf die Rennstrecke ein bisschen ballern? Du könntest direkt auf die Rennstrecke ein bisschen ballern. Oh, hinter uns ist Tobi, glaube ich. Ist Tobi, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, urplötzlich erscheint auf der linken Spur ein Raser. In seinem Abt RS6. Wer könnte das sein? Ist Daniel bereit, sich diesem Duell zu stellen? Tobias Abele. Oh, ein Superfan. Er freut sich sehr über den Ford GT. Ist gut? Gute Auto? Der Tobi sagt, ist gute Auto, ist wirklich gute Auto. Er sagt nie gute Auto. So, Auto ist jetzt geparkt, Leute. Das hier ist die Motorworld München. Ein super geiler Spot. Kommt gerne mal her, schaut euch das alles an. Und kommt gerne auch zum Mai Festival, Leute. Ich glaube, das wird wirklich ein sehr, sehr cooles Event. Ich freue mich richtig, dass München hier so langsam autotechnisch auch zum Leben erweckt und so einen Spot hat für Autoliebhaber, für Fans. Und deswegen kommt vorbei, 22. bis 24. Juli. Ich bin da, würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Tickets könnt ihr jetzt schon kaufen. Link ist in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.